Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Beim letzten Mal haben wir hier eine Seite von diesem Turm aktiviert und wir wollen jetzt weitermachen und die andere Seite aktivieren, damit wir dann hoffentlich auf diese Gefängnisinsel können. Es sind noch mehr Kreaturen, die wir dem Erdboden gleich machen. Ja, das war ja geil jetzt. Wie kommt dieses? Es kommt. Oder? Ja, tut es. Na gut. Muss ich dieses Nebula-Ding auch vernichten, aber wahrscheinlich explodiert es wieder und zerlegt meine Leute in 1000 Einzelteile. Ich will weg. Der Spacken sich manchmal nicht bewegen will. Danke. So, jetzt vernichte dieses Ding. Stört nur. So, jetzt hast du erst das Shadow Eye eingesetzt. Hau drauf. Dass der nichts machen will, der Schulk. Finde ich nicht so gut. Ja. Jetzt reicht's. Jetzt raub ich dich aus. Boom. Boom. In dem Stecken. Boom. Toll, der Stab hat so viel gebracht. So, weiter draufhauen. Vieh vernichten. Jawohl, ja. Toll, jetzt habe ich irgendwas in der Nase. Windstoßelement. Großer Uranus-Kristall. Ja, nur ein Zweier. Na gut, muss ja nichts heißen. Komm, diese Dinger, die. Rotte ich auch aus. Gib mir immerhin diese Panzer. Vielleicht brauche ich die irgendwann noch. Außerdem kann ich so eventuell leveln. Ah, es liegt am Boden. Haha. Jetzt ist es ohnmächtig. Dafür ist diese Technik ganz gut, aber das Problem ist, sie braucht so lange, um eingesetzt zu werden. Wo bist du, Panzer? Danke. Oh. Da. So, ihr kommt gleich beide an. Na egal. Rotte ich euch so aus. Also dich muss ich vernichten. Altikronen. Ich glaube, das soll mein Aqua halt nicht. Ah, drei Stufen. Perfekt. Die beiden Dinger, da will ich auch haben. Haha. So, jetzt werde ich mal wieder Gruppe switchen. Zack. Ricky hat's nicht verdient. Doch zwar schon irgendwie, aber ich mag Ricky nicht sonderlich. Das habe ich schon so ein paar Mal gesagt. Deswegen werde ich Ricky wahrscheinlich nur offscreen immer mal wieder mitzerren. Auch mehr als genug Dinge, die ich offscreen machen will. So, ist hier noch irgendwo ein Gegner? Es sollte auch einer sein, ja, genau hier. Nein, sag mir nicht, das ist unter mir. Oh, warum? Kann ich mich hier wenigstens hinporten irgendwo? Da. Wenigstens das. Ich spiele so einen Megawurm. Ist 39. Wird mich bestimmt killen. Die Lämmer für uns.
Egal, vielleicht kann ich ihn über den Tisch ziehen. Ist nur nah genug an ihn ran. Wo ist er denn? Ah, direkt hier. Er kommt schon von alleine. Das. Soll ich das jetzt gut finden oder nicht? So. Einmal alles drauf. Boah, Ryan hat abgeblockt. Wie geil. Gut. Ryan sage ich schon, Dunben hat abgeblockt. Hau drauf. Gut. Jetzt geht das Vieh auf mich die ganze Zeit. Egal, ich werde es ausrotten. Die ganze Spezies und alles, wofür du stehst. Ja. Ich bin schuld, ich habe Kopfschmerzen. Weil ich die Flosse von der Riesenhexe abbekommen habe. So. Alte Drachenzacke. Was soll eine Zacke sein? So, wo darf ich da landen? Geronimo! Igitt! Da gehe ich nicht hin. Ich wollte eigentlich da an Land gehen, aber ich glaube, das werde ich doch bleiben lassen, weil guckt euch das Vieh da an, das da. Toll, das hört auch noch Geräusche. Das ist ja lustig. Wehe! Ja! Du siehst mich nicht. Ja! Ein bisschen lustig. Wobei, ich habe einen Angriff davon überlebt. Wo starte ich wieder? Legt mich hier, Hohensöhne. Sorry, aber. Ich finde das dumm. War gerade so gut, und dann kommt so eine Mörderkröte um die Ecke. Mir fehlt der Spielspaß gerade. Warum liegt da eine Truhe? Nein, hau ab, du Furzwolke da hinten. Ja, schnell. Ja, es ist tot. Ich wollte dich erst ohnmächtig machen, danach hättest du sterben dürfen. So, jetzt zu dir. Da liegt die dicke Kiste, die will ich haben. Hallo, greif das Vieh an. Sich mit dem Angriff aber auch ordentlich Zeit, ganz im Ernst. Einfach alles spammen. Willst du sterben, bitte? Ja, es liegt am Boden. Toll, jetzt verfehlen alle meine Techniken. Komm, einmal noch. Mach! Gut. So. War klar. Dieses dreckiges Ding. Ein Schlag hätte gefehlt. Oh, ich hasse diese Dinger. Wieder die Hexe? Ja, mich. Ich glaube, diese Technik kann ich sowohl im Kampf als auch außerhalb des Kampfes gut nutzen. Ach, jetzt hätte ich es einsetzen müssen. Ach, egal. Die Hexe ist tot.
Heal Counter. Jetzt habe ich es mal gehört. Komm. Angriff. Ja, toll, jetzt hätte ich es einsetzen können, aber jetzt bringt es mir auch nichts mehr. Jetzt gehe ich da lang. Hoffentlich komme ich nicht wieder auf so eine bescheuerte Insel, wo irgendein 80er-Viech auf mich wartet. So, was gibt's hier Schönes? Eine Megaschlange. Okay, deine ist 40er. Ich hoffe nur du kommst. Mach, mach. Super. Das war saublöd von mir. Egal. Alle Schnitzel. Ich will die Kleinen. Ja, den direkt vor mir. Warum kann ich den nicht anvisieren manchmal? So, und jetzt zu dir, Freundchen. Bam. Tritt ihn. Oh, getreten. Ja. Tötet ihn. So viel Schaden und trotzdem hat er kaum Lebensleiste verloren. Kommt mir irgendwie so vor. So. Oh nein. Kann sein. Ja, es kann sein. Die Riesenschlange mischt sich ein. Na ja, klar. Ja, auf! Zu weit. Weiter, weiter, weiter. So, nochmal das Ganze. Tritt ihn. Bums. Das war scheiße von mir. Egal. Hau zu nochmal. Das Vieh ist gleich tot. Wenn der da hinten nicht Beyblade spielen würde. So, nun zu dir. Nervenbolzen. Kriegst auch gleich den Mega-Move ab. Ja, jetzt. Ja, tritt ihn. Wow. Jetzt bist du tot. Das war gut. Einfach Trippelschwanken eingesetzt. Ja, das kann ich offscreen wieder alles zusammenschmieden. Was hat der Boss verloren? Schlangenrüstung. Chrom, ein Kampfkleid. Harmonie verändert, ja. Will mehr Schätze. Echsenrüstung. Ist die gut? Ja, Schlangenrüstung. Die ist leider scheiße. Außer für dich, aber du kannst mal wieder nichts tragen, weil du ein kleines Pelzvieh bist. So, angelockt. Und jetzt töten. Das war so richtig. Ja. Die da hinten gucken halt. Ja. Die da hinten gucken einfach zu, wie ich ihren Kollegen hier gerade kille. Nicht. Ne. Nein, der da. Hey du. Lalala.
Und die anderen machen gar nichts. Die denken sich so auch, nee, das ist nur unser ungeliebter Bruder, denn. Ja. Unser ungeliebter Bruder, den wollen wir nicht. So, du Penner. Oh, ja. Ja, der da oben. Oder den. Zack. Oh, jetzt habe ich beide angelockt. Egal. Kämpfe ich eben gegen beide gleichzeitig. Die können eh nichts. Das sind nur kleine, schwache Echsenmänners. Diese Echse da links, die sollte mal verschwinden. Sonst kriegt sie Manado-Techniken ab. Dumme Echse, hau ab. Ja, Stufe gestiegen, geil. Und wieder so eine Harmonie, die ich irgendwie nicht richtig nutzen kann. So, jetzt wirst du getötet. Ja, provozier mich nur. Provoziert. Lalalala. Einmal das, einmal das und einmal das. Graskronen. Oh, Manado. Boom, von wegen, das Manado hilft nur gegen Mekong gut. Die Manado-Technik kann ich alle gut killen. Wir rennen noch irgendwo ein paar Viecher herum. Da kommt schon das nächste. Hallo! So, erstmal schön alles aktivieren. Kannst du ihn nicht einen Kopfschuss verpassen und ihn einfach killen wie so eine, wie so ein Sniper? Ja, ich weiß, deine Waffe ist kein Snipergewehr. Oh, da liegt der Boden. Oh, kann er nichts machen, Ex-Mann. Ja, gegen das Manado hast du keine Chance. Boom. Killed. Schon wieder. So irgendwie immer nur eins von vier. Aber was ich genau killen muss, habe ich keine Ahnung. So, wehe, hier ist jetzt irgendwas Dickes wieder. Noch höher. Bin ich schon ganz oben? Nee. Diese dummen großen Türme hätten sie ruhig kleiner bauen können. Einfach nur ein Plateau. Ach du Scheiße. Okay, wer will der Erste sein? Du da? Und natürlich kommen alle. Der Rest war nicht eingeladen auf die Party. Na gut. Einer nach dem anderen wird jetzt gekillt. Ja. Ist viel. Ja, Mund auf. So, vielleicht kann ich euch alle gleichzeitig vernichten. Ja, so ähnlich. Ja, deine Frau wird mal wieder heißer. Zum Glück seid ihr Loser. Ich weiche alle Maus, ich bin der Herr über Leben und Tod. Super. Ein weiterer vernichtet, jetzt nur mehr zu dir. Bam. Ja, jetzt liegt er am Boden, jetzt kann er nichts mehr tun. Und Dunben hat ihn geköpft, gnadenlos. Schlangen ist ihn schon wieder. Ah. Ich würde gerne diese Riesenschlange da oben zerhacken. Weil ich weiß, die muss ich noch vernichten, sonst wäre nicht ein rotes Rufzeichen daneben. Endlich. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. So Loranor bin ich auch nicht. Okay, da unten rennt noch irgendwo ein Vieh rum. Wahrscheinlich, weil die alle wiederbelebt wurden und jetzt muss ich sie platt machen.
glaube, da unten war das, wo diese ganzen starken Viecher rumrennen, diese 80er-Levels. Was ist da unten überhaupt? Da, seht ihr es? War ich da schon mal? Ich glaube nicht. Oh nee, das ist das da. Wie locke ich dich denn an? Ich muss höher. Ich muss hoch hinaus. Ich will dich platt machen. Komm her. Komm zurück. Ja. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Ja. Komm in meine Richtung. Komm her, komm her. Komm hierher. Fliegendes Mistvieh. Nein, es provoziert mich. Guck doch an, was es da macht. Leg deinen Hintern her. Ja, jetzt. Gut. Es kommt her. So. Jetzt bist du fällig. Hast es gewagt, auf meine Provokation reinzufallen. Oh, ins Gesicht. Mach. Das Schurk so ewig braucht, um einmal zuzuschlagen. Falls ich das jemals bei Rex kritisiert habe, nehme ich es offiziell zurück. Was? Was? Ich latsche das nicht mehr zu Fuß hin. Aber hier wäre auch noch was. Nee. Ganz im Ernst. Das dauert mir alles zu lange. Ich mache jetzt da oben. Gehe jetzt storytechnisch weiter voran. Zum Glück kann ich ja alles noch offscreen machen. Bei dem Spiel mache ich es ja immerhin. Ich bin noch immer überlegen, ob ich dieses DLC da wirklich machen soll. Bisher würde ich sagen, nein. Dafür packt mich das Spiel nicht so sehr. Schauen wir mal. Yay. Mekon. And something we've never seen before. Big fish coming. Das ist ein Scherz, oder? Na, egal. Ich meine, kannst du nix. Ich beleidige dich schon, bevor du auch nur eine Attacke eingesetzt hast. Schön. Wow, meine Leute sind mindestens 3 Level höher als du. So, schlag mal zu. Gut. Geh voll auf Offensive. Ja, super, hab mich umgeworfen. Mega fiese Megaschlange. So, und jetzt Techniken des Gauns. Los, tritt es. Erst treten, dann schlagen, ja. Ah, das war jetzt zu schnell. Jetzt war ich zu lahm. Schade. Jetzt haben wir ihn ordentlich gegeben. Den Mega-Mistvieh. Einmal noch. Gut. Ja, logisch, dass die Quicktime-Events schneller werden mit der Zeit. Ja, mach ruhig. Oh! Oh, ich hab heute auf die Nuss bekommen. La 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 la.
Ich muss jetzt ein bisschen warten. In meinem Herz. Einfach draufhauen. Can anyone explain what this thing is? I believe it is one of the oldest creatures on Bionis. I have only seen them as fossils, discovered around the capital. To find that they were trapped on Prison Island. Was it protecting the island? That would imply it's sentient. I believe it's responding to something primitive. Primitive? It doesn't care who or what we are. Its instinct was to defend against anything, but we'll never really know. We're losing time here. We still haven't reached the island. Ricky, go to island! Und mal wieder zeigt Dunben, warum er der intelligenteste von allen ist. Aber irgendwie hatte ich gerade so einen Verdacht, als ob das Vieh eigentlich noch leben würde. Als ob es noch nicht die ganze Lebenskraft verloren hätte. Oder irgendwie habe ich zu spät drauf geguckt. Muss ich halt in der Aufnahme nochmal gucken. So, rüber da. Forces can only take so much. The capital's defenses are sure to fall. Forefathers, grant me your wisdom. Iluna mel rukandaxis. Zuko aruke aruke mihine hato. A giant. So this is what was sealed away. How long has it been, Emperor? This is our first encounter. It is not you that I speak to, but your blood. The blood that shackled me. I see. Then I assume I do not need to tell you the reason I am here. There is no need. I already know why you have come. Use it. That is the reason I am here, after all. That light, it's... Father. Okay. Wenn Elvis und dieser Prinz nebeneinander stehen, sind sie irgendwie aus wie Brüder und... Hätte, also ich dachte eigentlich, Elvis wäre immer ein Guter, aber jetzt gerade dieses Lächeln, das hat irgendwie was Böses. Naja, wir sind jetzt endlich auf der Gefängnisinsel und ich würde hier den Part beenden. Das war Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Riese hat einen mega Zinken und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.